Hallo und herzlich willkommen bei der Mutti beim Wander. Heute ist der 20.09. und der Tag 5 meiner 100-Tage-Challenge, jeden Tag StarCraft. Und ja, ich kann es euch kurz zeigen. Haben in den letzten 4 Tagen schön gespielt, auch viel verloren, aber das ist ja nicht schlimm. Und ja, als kleines Highlight heute möchte ich mal ein kleines Turnier spielen. Ich hoffe, wir fliegen nicht gleich in der ersten Runde raus, aber kann natürlich passieren. So, und wie ihr es schon hört, ich bin immer noch krank oder. Es wird halt irgendwie immer schlimmer. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ist zwar ein schönes Wetter draußen heute am Donnerstag. Ich habe ein bisschen die Rollos runtergezogen, damit ich ein bisschen was sehe am Computer. Ja, aber wir sind halt, ja, sag ich mal, hier gefesselt. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen und spielen jetzt das Turnier. Das Turnier geht nämlich auch gleich los in 5 Sekunden, hoffe ich. Schauen, was unser erster Gegner ist. Vielleicht verlieren wir auch gleich beim ersten Mal, ich weiß es nicht. So. Und da geht die Runde auch schon los, anscheinend. So, ich bin sofort bereit. Wir spielen gegen einen Terraner. Mit. Ja, ohne Namen. Bargoat-Gegner. Also, wenn ich ein bisschen huste, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber. Ich sag mal, eine Erkältung. Oder. Ja, es ist eine Erkältung. Oder eher sogar. Na, Angina ist es nicht, aber auf jeden Fall ist es eine Krippe wahrscheinlich eher, ja. Und ja, das muss ich nicht unterkriegen. So. Warten darauf, dass unser Gegner dann langsam auch mal losdrückt. Und was haben wir noch so? Noch so im Spiel? Zwei Protoss-Spiele. Also spielen wir vielleicht, wenn wir gewinnen, gegen einen Protoss. Und im Finale wahrscheinlich gegen einen. Könnte ein Zerg werden, oder? Ein Terraner, ne? Wir haben alle drei Races vielleicht. Ich hoffe, dann der Zerg kommt dann durch. Wird im Finale auf den Zerg treffen, wenn wir ins Finale kommen, das ist halt immer so eine Sache. So, wann geht's denn jetzt nun los? Ich bin bereit. Sieht man überhaupt noch, dass noch jemand bereit ist? Oder was bedeutet dieser grüne Punkt? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und warten aufs Spiel. So, da bin ich auch wieder zurück. Also anscheinend dauert es noch länger und der Gegner wartet echt bis zum Schluss. Und ich habe gerade festgestellt, es ist ein Meisterturnier. Also ich denke, ich habe nicht so sehr Aussichten, dass ich das gewinnen werde. Also spielen wir ein bisschen gechillt und schauen, was kommt. Okay, Aufgabe durch den Gegner. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Das ist ja echt blöd. Okay, wir haben das erste Spiel gewonnen und haben nichts gemacht. Und jetzt warten wir 26 Minuten oder was? Boah, das ist ja echt hart. Tja, da würde ich sagen, brechen wir hier kurz wieder ab und sehen uns danach. So, da bin ich wieder. Ich habe echt ewig warten müssen. So, wir nehmen auf jeden Fall ein paar Karten raus, die mir nicht gefallen. Ich habe mich festgestellt, man kann nämlich auch Karten abboten. Und dann nehmen wir auf jeden Fall die raus. Die anderen gefallen mir eigentlich am besten. Schmiege lassen wir drinne. So, wir behalten es für die nächsten Kartenvetos und würde sagen, rennen unser erstes Spiel. Unser Gegner ist. Dia 1 Spieler. Also wie gesagt, ich erwarte nicht viel in dem Spiel. Aber es ist wie, Hauptsache es ist Training. Und hier der Zerg-Spieler hier drüben, der ist schon Meister irgendwas. Ne? Meister 3 nur. Aber trotzdem 4800 MMR ist schon echt eine harte Nuss. So. So, good luck gefahren. Und dann können wir auch losmachen. Ich will nicht 3 Minuten warten. Drück jetzt ready. Na, ich will jetzt nicht nochmal das Video kurz unterbrechen. Das ist blöd. Dann muss ich so viel schneiden. Ich muss schon so viel schneiden, weil es echt 25 Minuten eben gewartet hat. Sorry, I don't understand. Sorry. Tja, keine Ahnung, was er da schreibt. Vielleicht hat er so sein letztes Spiel auch gewonnen. Jemand vorher schreibt.
Wir warten. Weiterhin. Eine Minute geht's los. Ja, und der Chat geht ab. Doch, er hat gegen seinen letzten Spieler gewonnen. Können wir mal reingucken. Was hat er denn gespielt? Normal. Scheint ein normaler Push gewesen zu sein, um den zu kicken. Ist er schon viel, ja, da war schon bei 4 Minuten 32 vorbei. Das Spiel, so wie es ausschaut. Tja, er will anscheinend uns warten lassen, drückt nicht gleich bereit. Und ja, sind ja nur noch 40 Sekunden, so lange laber ich noch ein bisschen. Das macht natürlich mein Video extrem lang, was ich total scheiße finde. Und mein Reden ist halt auch nicht so geil gerade, wegen meiner Erkältung oder... Aber egal. Ich sag, mein größtes Problem ist einfach, dass wir hier in einem Meisterturnier gelandet sind, obwohl wir Dia-Liga sind. Vielleicht hat da das Turnierzusammenstellung nicht genug Dia-Spieler gekriegt und dann... Aber gut. Na gut, das sind eigentlich alles Dia-Spieler, außer er, glaube ich, er war Meister. Ja, er war Meister und was ist mit dem Terraner? Er ist auch Meister, okay, dann zwei Meisterspieler. Und das ist das, was uns natürlich... Der Spiel ist schon gewertet. Drinne. Wie jetzt? Nee, das kann doch nicht sein, ey. Okay. Ganz blöd. Ja. Er war noch in einem Spiel drin, deswegen konnte er nicht mit mir spielen. Na gut, dann kann ich ja einfach hier Chat verlassen. Und ja, dann spielen wir halt gegen den Terraner im Finale. Gegen den Meister Terraner, sehr schön. Und werden ordentlich einen auf die Fresse kriegen. Aber vielleicht können wir es ja auch schaffen. Wieso müssen wir nicht gegen Brutus spielen? Das ist schon mal ein großer Vorteil, finde ich. Aber ich denke mal, der wird uns hier ordentlich zermaschen. So, good luck, fun. Und ja, tolles Turnier. Wir haben ein Spiel gemacht. Und werden ein Spiel verlieren. So, wir gehen gleich scouten, weil ich habe es in den letzten Spielen so gekriegt, dass immer irgendwie Proxy gespielt wird bei Terraner. Das ist echt nervig. Deswegen müssen wir ganz schnell gucken, ob der irgendwo auf dem Feld geproxied hat. Meistens kommt dann ein Proxy Cyclans oder sowas. Oder ach, was weiß ich. Probe ist noch nicht da. Wir wollen auf jeden Fall Makro-Game spielen, weil wir wollen das trainieren. Auch jetzt hier im Turnier. Alles klar. Kommt dasselbe wie sonst. Proxy. Man will es anscheinend schnell beenden. Lassen wir uns aber nicht unterkriegen. So, erstmal die Proxy. Also ich kann mir vorstellen, dass Proxy Reaper oder so ein Scheiß kommt. Oder steht direkt bei mir. Das hatte ich nämlich auch schon. Dass er hier steht und ich, weil ich hier nicht gescoutet habe, bin ich jetzt tot. Nee. Hä, wo steht er denn? Wir brauchen auf jeden Fall ganz schnell noch eine Schildbatterie. Da steht, da kommt der Reaper schon. Nee, kein Reaper.
doch keine Proxy. Hä? Mich verarscht? So, wir spielen mal Standard weiter. Gucken wir ihm noch mal rein. Oh, wahrscheinlich doch kein Proxy. Das ist der Reaper. Oh, der nächste genommen, ganz normal. Den nehmen wir jetzt auch. Okay, natürlich durch den, ist mal ein bisschen hinterher. Durch den Proxy-Verdacht. Der ist dann am Ende denn doch nicht wahr. So, weiter geht's mit Drownen. Und bauen die Echse. Ne, zwei Gates dazu. Das war aber jetzt umsonst, mein Freund. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Obwohl, eigentlich müsste ich jetzt erst das bauen und dann den. Na, hier geblieben. Ich bin ein bisschen... Ich habe ein bisschen Angst. Wir wollen auf jeden Fall erstmal noch unsere Robo. Der Robo-Gerät. Und noch ein Schildbatterie, weil ich ein bisschen Schiss habe davor, was kommen könnte. Hier noch mehr Gas, Doppelgas. Ohne Boost nochmal unser Echo. Stellen auf jeden Fall unseren Observer dahin. Und Marines. Noch keinen. So, dann nehmen wir auf jeden Fall eine dritte. Und gehen dann auf. Moment, die dritte kommt nach Kolossi. Jetzt kommt die dritte. Erste Kolossi, dann die dritte. Und bauen weiter Drohnen. Und gehen auf Upgrades. Stellen da einen Pylon hin zum Scouten. Minute 6 müsste jetzt eigentlich durch sein. Da müsste nämlich gleich nicht, nämlich der erste, eigentlich theoretisch der erste Push kommen, meistens. Doch unser Pylon nicht vergessen. Einen zu viel, da können wir so Upgrades nehmen. Und da kommt schon was. Shit. Und da ist unser Kolossi.
Heatseeker Missiles. Ach, die Missiles sind echt hart. Ich glaube, das haben wir verloren. GG, was? Nein, das haben wir verloren. Das haben wir verloren. Den haben wir nicht verdient. Absolut nicht. Aber war knapp. Tja. Dann schreiben wir ihm noch kurz. GGWP. Okay, ich werde von ihm ignoriert. Na gut. Dann halt nicht. Schade. Das hat man auf jeden Fall nicht verdient, den Sieg. Also, na gut, er war auch um einiges stärker als wir. So, wir wollen aber nicht das nächste Turnier. Warum Meister, weiß ich auch nicht. Aber egal, wir spielen jetzt ganz normales Spiel. Toll, jetzt habe ich eine Meistertrophäe, die absolut nichts wert ist. Ich muss mal gucken, aber... Ja, da sind so viele Marines auf jeden Fall. Ah, der hat komplett Marine All-In gespielt. Hätte ich sehen müssen. Hätte ich mal reinscoppen müssen mit meinem... Na, wie heißt es? Observer. Hier so gesagt, haben wir nicht verdient. Er hätte gewonnen. Und jetzt spielen wir halt ein normales. Kriegen wir vielleicht mal einen normalen Gegner. Der nicht einfach uns sinnlosen Sieg schenkt. Wie gesagt, für jeden Niederlage lernen wir auch raus. Also, wie gesagt, das letzte Spiel auf jeden Fall eine Niederlage. Auch wenn wir das Turnier so gesehen gewonnen haben. Blödsinn. So, wir spielen weiter Standard. Vielleicht war ich ja einfach für ihn kein Gegner. Aber mein Fehler war schon allein, ihm hinterher zu rennen, wahrscheinlich. Wo er mit seinem Zeug weggerannt ist. Ich hätte mehr Sentries haben müssen. Ach, wie ist man ein normaler Spieler? Trotzdem fand ich das komisch, dass er nichts gehabt hatte. Ist gut für uns. Schlecht für ihn. Eure Sonden werden angegriffen. Gucken wir nochmal rein, ob er Doppelgas genommen hat. Das habe ich nämlich nicht gescoutet. Ah ja. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da kommen auf jeden Fall dann Cyclins. Stecken uns nochmal. Passt doch perfekt alles. Sehr schön. Na, hab ich irgendwas zu spät gemacht? Eigentlich nicht. Gucken nochmal rein, was er wirklich baut. Cyclins. Oh, bis dahin, was er dir hat. Ha! Lass mal seinen Reaper nochmal zurückkommen. So, wir gehen jetzt auf Echo. Das ist eine Echse. Eure Sonden werden angegriffen. So, Reaper kommt sie entgegen. Und bauen eine Echse. Ich bin hier.
Vielleicht noch eine Robo dazu. Nee, nicht dein. Hat er schon Cyclen? Einfach zurückgehen. Hat noch keine Echse. Das ist schon mal gut für uns. Ich bin ein bisschen vorsichtig und baue lieber noch ein paar Türmchen. Und wir wollen zuerst den Sterblichen vorwürfen. Weiter auf. Nach wie es. Auf Server gehen, genau. Kommen sie. Das ist ein ganz schön böser All-In. Ich brauche unbedingt den hier. So. Ja, soll er kriegen. GG! Das war ein kompletter All-In. Da kann er unsere Basis auch kriegen. Das ist, glaube ich, kein Problem gewesen. So, ich würde sagen, wir drücken noch eins an. Und das ist dann auch das letzte. Erstmal. Also für mich. Ich brauche erstmal wieder in Ruhe. Aber ihr seht, sowas wird langsam besser zu verteidigen. So, wir spielen gegen einen Zerg. Und halten uns natürlich in unser Bild, oder? Vielleicht, na, vielleicht machen wir auch die Tees. Mal sehen. Wir müssen auf jeden Fall unten dicht machen. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir nicht gezwölfpult werden. Gelingpult, genau. So. Gucken auf jeden Fall, ob die Echse da ist. Die ist runter, was mit meinem Gate. Alles gut, alles Standard. Keine Echse, ist nicht Standard. Schlecht, Six Pool. Punkt gleich auf den Pool hat. Ja, Pool kommt. Und dann keine Echse. Nochmal dicht. Der möchte doch gar nicht exen. Ne, Moment. Bleib's hier. Wir bauen unser zweites Gate. Bauen Bersi. Dann sollten wir eigentlich dicht sein. Oh, Pylone vergessen. Ich brauche lieber eine Cannon. Mein Leben für Ayo. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell hier unseren Community-Kern setzen. Da sind wir selbst ganz schön hinten.
Gucken noch mal rein. Zweilinge nur. So, ja, Echse wäre jetzt eigentlich das nächste. Aber wir brauchen noch einen Versi. Na dann! Bin ein bisschen daneben in meinem Bild. Aber das ist nicht so wild. Da kommen die ersten Linge. Hat alle verloren, sehr schön. Pylonen fehlen. Du sollst rein. Nein, du sollst rein. Wir sind die Klingenmagen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen einen Stalker bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Dalai Lama. So, den gehen wir nochmal gucken. Nur die Gläubigen. Ich will wo unser Robo jetzt sitzen. Was wünscht ihr? Rajakamina. Keine dritte, okay. Drei Evo Chambers. Was wird denn das? Die Erstgeborenen werden obsiegen. Gefällt mir nicht, was er da macht. Forschung, ihr habt nicht genügend. Ich müsste reingucken. Muss ich. Die Schlacht bei Jura. Er hat Angst vor mir oder was? Ein Roach all in. Niemand kann es aufhalten. Dajur wird erneut unser sein. Schade, hätte ja sein können. Baut auf jeden Fall Roaches. Ich bin hier in den Schatten. Nüdes Kanal hat er noch nicht gehabt, ne? Ne, baut auch das Upgrade für ein Gebäude. Dritte hat er nicht. Dann können wir dann den selber eine dritte nehmen. Muss nur aufpassen, dass wir halt nicht gegen dann die Roaches sterben. Ich bin das Herz der Finsternis. Da war irgendwo ein Ovi. Da könnte eine dritte haben. Ne. Kommen wir da zurück. Und bauen das für die. Gas genommen. Warum so wenig Gas? Makros, alles. Gucken, ob er jetzt schon die dritte hat. Nur mehr Roaches. Mineralienfeld erben. Weiter nach.
Kommt er wahrscheinlich gleich von hier. Na? Ach, fiese Socke, ey. Mineralienfeld erschöpft. So, wir brauchen wieder mehr Gates. Und mehr Gas. Und noch ein Upgrade-Gebäude. Hier. Komm, ich bin weit, was? Oh, wir haben zu wenig Gas. Die fülle ich jetzt aber. Na! So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Archons auch noch dazu. Ne, ich bin hier gebaut, ey. Forschung abgeschlossen. Ihr habt nicht genügend Mineral. Mein Leben für Ajur. Mein Leben für Ajur. So, wenn die Upgrades durch sind, machen wir ein Go. Ihr benötigt mehr Wispengas. Kassar, die Templari. So, brauchen wir noch eine vierte. Chronobus nochmal unsere Upgrades. Alle. Oh, und ich habe keine Observer. Sind da Observer dabei? Nein, haben wir nicht. Erleuchtet. Thank you.
So, wir haben auch Storm. Ach! Mann! Overseer! Ich muss aufpassen, dass ich meinen Overseer nehme und sowas immer verkacke. Also wir haben ganz schön viel verloren jetzt. Warum sind die Dinger auch so schnell? Nicht gut, dass wir die Basis verloren haben. Durch, dass wir keine Overs hier hatten. Das Spiel wahrscheinlich so gut wie verloren. Habe ich keine Upgrades für meines? Ah, ich habe das. Ach, kein Wunder. Das habe ich auf jeden Fall nicht verdient. Also ich habe es verdient. GG. Ich habe dem Zerg auch viel zu lange machen lassen, was er wollte. Also gut war er nicht, aber ich war schlechter. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder eher sagen, morgen. Und ja, bis dahin. Tschüss, tschüss, schönen Tag noch. Euer Mutibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.